Mein Name ist Anne-Marie, ich bin 46 Jahre alt und Mama von 2 Meter schon. Ich nutze diese Gelegenheit, für euch Heimat zu teilen, was ich erlebt und gefühlt habe, wie ich nach einem Brustkrebs an Berufsleben herangeklommen bin. Eine schlechte Nouvelle zu kriegen, also wie über dem Fuhren die Handbremse ziehen. Den einen Moment, was du nach einem Mat fühlend und verantwortungsbewusst hier war, und ob einmal stehst du auf der anderen Seite. Wenn dein Treatment, respektiv bei mir während der paar Operationen, handelter sind, erwartet die Gesellschaft von dir, dass du funktionierst wie viel drin. Du kannst gar nicht an einer Erleichterung, dass alles gut gegangen ist. Es heißt echt, wie viel Tage von den 52 Wochen bleiben ihr danach, Madame? Ich kann von mir sagen, dass nachdem alles aufgeschlossen war, ich an einen Zustand von einer immensen Erschöpfung geraten bin. Als Nachwirkungen von meinen Angriffen habe ich viel Schranken weh, nur wo ich nicht gut schlafen, und Stimmungsschwankungen. Die könnt mir glauben, dass wenn dann den Druck vom Schaffengehen dabei kommt, die ganze Sache nicht besser geht. Dabei ist es ja nicht so, dass ich nicht will schaffen, ist der ganze Gegenteil. Mit Hilfe von einer Psychologin bei der Foundation habe ich verstanden, dass viele Leute an so einer Müdigkeit fallen. Alles, alles hat sie mir geholfen, mich aufzubauen. Schließlich muss ich ja irgendwo hin mit all dem, was ihn erlebt hat. Dabei könnte dann der Stress dadurch nicht zu packen, für seinen Kanner dort zu sein und ein Haus aufzubezahlen. Mit gemischten Gefühlen sind ich an meinen Beruf am Spital herangeklommen und sie vortrefflich gescheitert. Nur 6 Wochen konnte ich nicht mehr. Die unregelmäßige Schichtarbeit, körperliche Anstrengung und ein hoher Stresspegel haben dazu geführt, dass ich nur der Arbeit mit Herzklappen daheim um Cannabis lag. Ich habe erkannt, dass es nicht schwer ist, Bremse zu ziehen. Ich habe mir gewünscht, mehr Zeit zu haben, mit viel mehr Druck von den Institutionen und Gesetzgebung für ihrem Zimmer zu kommen. Ich fand, dass ich mit meinen 24 Jahren Berufserfahrung an dieser Gesellschaft noch etwas wert bin, auch wenn ich nicht mehr so durch das Zahl-Accouchement flitzen kann wie viel drin. Am Moment bin ich am Gange, meinen Platz zu finden, und mein Témoignage hier ist für mich ein wichtiger Schritt dazu. Merci an all die, die immer für mich da sind. Merci pour ton amour, Patrick, qui est quelque part là-haut. Merci.